rein, nach links, nach rechts, nach hinten schauen, aber auch nach vorne, dann ist das schon ein ziemlich erhabener Anblick, der auch richtig Freude macht. Darf ich ein paar Worte sagen? Ja, liebe Christiane, verehrte Majestäten, Hoheiten, liebe Gäste aus nah und fern, insbesondere aus den Niederlanden, liebe Bad Pyrmonterinnen und Bad Pyrmonter, ja, es ist mal wieder soweit, wir feiern Fürstentreff in Bad Pyrmont, wie wir das schon ganz, ganz viele Mal gemacht haben. Bad Pyrmont hat ja eine ellenlange Vergangenheit, was das Kurwesen anbelangt. Seit 500 Jahren und länger werden die Quellen in Bad Pyrmont zu Heilzwecken aufgesucht und bringen auch den entsprechenden Erfolg. Und das hat sich natürlich rumgesprochen, auch bei den europäischen Hoheiten, sodass sie sich hier getroffen haben. Und in Anlehnung an dieses historisch bedeutsame Ereignis feiern wir unseren Fürstentreff. Und dann gilt es natürlich erstmal ganz, ganz lieb Danke zu sagen für all das, was an Vorbereitungen getroffen worden ist. Das macht man ja nicht innerhalb von 2-3 Tagen, sondern da gehört ganz viel Zeit, ganz viel Engagement und ganz viel Liebe zu. Und deswegen dir, liebe Christiane, stellvertretend, aber auch an alle Mitglieder und Mitgliederinnen, gendergerecht, des Fürstentreffs ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Ja, ich möchte Sie wirklich begrüßen zu unserem diesjährigen Fürstentreff, Sie ganz herzlich einladen, an dem Fürstentreff-Wochenende teilzuhaben. Wir haben ja auch hier leider Gottes aussetzen müssen. Für 3 Jahre, 2019, hat der Fürstentreff pandemiebedingt das letzte Mal regulär stattgefunden. Umso mehr freuen wir uns, dass es dieses Mal wieder stattfinden kann. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr aufwendiges, sehr, sehr spannendes, abwechslungsreiches Programm zusammengestellt worden, wo wir alle, jeder einzelne von uns, seine Freude dran haben kann, mit den Höhepunkten, Festumzug, aber du hast es auch gesagt, mit der Einweihung des Benjamin-Franklin-Platzes. Ich bin noch nicht im Kostüm, werde aber am Sonntag auch in das Kostüm steigen. Heute habe ich das noch nicht geschafft. Ja, ich denke mal, den Anblick, den ich hier vor mir sehe, der wird sich noch verfestigen und verstetigen. Ganz viele Gäste werden Bad Pyrmont in den nächsten Tagen noch aufsuchen, auch den verkaufsoffenen Sonntag sicherlich nutzen wollen. Da wird aber garantiert Helmut Fahle auch noch was zu sagen. Für den Moment von mir ein herzliches Willkommen in Bad Pyrmont. Feiern Sie mit uns und genießen Sie die Zeit hier. Vielen Dank. Ist der Fürst Anton Ulrich, der hier war. Seine Frau ist noch ein bisschen unpässlich, die kommt erst morgen. Dann haben wir hier das Ehepaar Henriette und Johann Georg von Sachsen-Anhalt-Dessau. Von Anton Ulrich, Elisabeth Charlotte von Waldeck zu Ulrich. Das ist ihr Sohn. Leider, dann kommt das Ehepaar Blücher. Das ist seine Frau. Generalfeldmarschall Blücher, vielleicht sagt Ihnen das mehr. Dann kommt eine Frau, die zu Königin Luise gehört. Sie war ihre beste Vertraute und eine richtig gute Freundin. Von ihrem Ehegatten, also von dem Mann von Luise, nicht so gern gesehen, weil sie einen großen Einfluss auf Luise hatte. Hier haben wir Pauline zur Lippe. Sie merken, also einige auch hier aus der Gegend, die hier gekurt haben, das ist ganz, ganz wichtig. Wer hierher, wen wir darstellen, der war hier und hat hier gekurt zu seiner Zeit. Musste zum Teil 6 Liter Wasser trinken. Ganz schlimm, ganz fürchterlich. Aber es gab auch Vergnügungen. Junge Mädchen, wie Sie zum Beispiel, eine junge Frau, hatten auch hier Verehrer. Und hier wurden auch Ehen geschmiedet.
Aber sie war eine ganz tolle Frau. Sie hat als erstes, was wir heute Kindergarten nennen, erschaffen sozusagen. Das ist ja um die ganze Welt gegangen. Und auch andere, sie hat sich also immer um die Armen und die, ja, so ein bisschen an der Seite standen. Damals waren Kinder noch nicht so viel wert. Und sie hat gesagt, so geht das nicht. Die können nicht immer so alleine bleiben, die müssen aufgewacht werden. Dankeschön. Hier kommt ein Mann, ein großer König. Ja. Friedrich Wilhelm II. Und nicht mit seiner Ehegattin. Sie sehen, sie ist auf seiner linken Seite. Das heißt, sie ist seine Mätresse. Aber die war gut. Mehr sag ich nicht. Und hier haben wir noch einen König. Ich sag mal King George, der Erste. Er war jemand, der einmal der erste König in England war, also ein Deutscher, weil das mit der Erbschaft irgendwie nicht mehr funktionierte. Und gleichzeitig war er zuständig für Hannover. Also, der hatte richtig was zu tun. Aber er hatte natürlich auch immer jemand dabei, nicht nur unbedingt seine Ehefrau. Ja, ja. Und hier kommt der Bruder von Friedrich dem Großen, sagen wir, damals als Friedrich der Große, Friedrich der Zweite hier war, war er noch sehr jung, etwas so Mitte 30. Und dem ging es nicht gut. Sein Bruder, dem ging es schon immer gut. Die beiden hatten immer so ihre Differenzen. Aber er hat sein Bruder, der hat Also, das ist Prinz Heinrich von Preußen und er ist ganz oft in den Krieg gezogen, für seinen Bruder auch. Und damit hat er sich natürlich dann auch wieder Ansehen verschaffen. Also, wenn er manchmal etwas derangiert ist, dann sehen Sie ihm es nach, er kommt gerade aus dem Krieg. Und hier haben wir, der kommt noch nicht. Also, das ist also die Friederike Luise von Mecklenburg-Strelitz. Und sie ist die Mutter, die Mama von Königin Luise. Hatte da so ihre Schwierigkeiten schon manchmal. Also, Königin Luise war nicht ohne. Ja, das ist also eine Prinzessin. So sehen Prinzessinnen aus. Aha. Katharina Amalia von Philippsthal. Also die sind oft sehr ähnlich. Und ja, sie hat hier gekurt und bestimmt auch manche schöne Tage hier erlebt. Nicht nur 6 Liter Wasser trinken. Eine Muse, eine ganz gute Freundin, die großen Einfluss auf, ja, wen man hatte, auf einen Schriftsteller, auf Goethe. Und sie ist die Charlotte von Stein. Haben Sie alle schon gehört. Hier haben wir auch noch jemanden von aus dem Hause, der im Haus von Königin Luise residiert hat, sozusagen, die Oberhofmeisterin, die aufpassen musste, dass alles gut war, dass man vernünftig war, dass man auf die Etikette achtete. Und das war bei Königin Luise ganz schön schwierig. Oh, hier haben wir eine ganz, ganz traurige Geschichte, die wird sie euch aber gerne erzählen. Das ist Annemaria von Fagel und sie Erdbeeren, seht ihr, hat Erdbeeren gegessen und Wasser getrunken und dann ging es ihr nicht so gut. Aber wie es wirklich ausgegangen ist, das erzähle ich jetzt nicht. Hier noch jemand, der
Also wir sind verwandt. Das ist meine Schwägerin, also die Schwester von meinem Mann, dem großen Kurfürsten. Beheftigt Sophie von Brandenburg. Also sie ist dann noch hochgekommen. Sie hat dann noch einmal geheiratet und ist dann also eine Regentin geworden. Könige gab es damals noch nicht. Okay, ihr Mann? Also das ist eine Landgräfin von der Pfalz, Henriette Caroline. Und sie sind von weit her extra hierher gekommen, zusammen mit dem Gatten Ludwig, Landgraf von Hessen-Darmstadt. Vielen Dank, dass ihr den weiten Weg mit der Kutsche und den beschwerlichen Weg auf euch genommen habt. Dankeschön. Oh, jetzt haben wir die. Also, da müssten jetzt unsere holländischen Freunde, die extra aus Holland alle gekommen sind, das ist nämlich die Emma, die nach Holland sich hat verheiraten lassen. Ja, ganz freiwillig. Und sie ist zum... Wo ist denn die Schwester? Sie ist mit ihrer Schwester Helene da. Die wollte den damals nicht heiraten. Sie hat gesagt, nee, der ist mir zu alt. Aber Emma hat es geschafft, hat es gemacht. Danke, dass ihr da seid. So, dann kommt ein... die Königinwitwe aus Dänemark, Sophia Amalie, mit ihrem Sohn. Nämlich sie hat geregiert. Aber als der Sohn dann so weit war, dann hat er sogar in das englische Königshaus hineingegangen. Der ist schon ganz grau geworden vor Sorge. Vielleicht auch, weil die Mutter immer so streng war. Dankeschön. So. Also hier ist jemand aus Dänemark noch. Herzogin ist sie, Amalie Friederike von Schleswig-Holstein. Das habe ich ja gesagt, das ist auch von dir aus. Dankeschön. Kommst du auch noch? Ein bisschen schneller. Das ist eine, die auch weit gereist ist. Sie hat was gesucht und sie heißt Anna Pavlovna. Vielen Dank, dass du da bist. Schön. Ja, das ist wieder ganz aus der Gegend hier. Du warst aus dem Wald gehabt. Charlotte, Albertine von zur Lippe Detmold. Das kennen vielleicht einige von Ihnen. Dankeschön. Beide noch. Das ist ein großes Liebespaar von Linsing. Caroline von Linsing. Wilhelm, der Vierte aus England, und die haben hier heimlich geheiratet. Oh, 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 lasst euch das erzählen, was daraus geworden ist. Haben wir jetzt alle? Also, nee, da ist noch ein Arzt. Also, wenn es Ihnen mal schlecht geht, das ist der Salb. Der wird Sie dann kurieren, Puls fühlen und so weiter. Ne? Und manches Mittelchen hat er dabei. Gut, wir haben hier noch einen Arzt, der ist Herr Pringle. Sir John Pringle aus England. Okay, dankeschön. So, ich glaube, jetzt habe ich alle vorgestellt. Und jetzt gibt es einen Marsch. Oh, jetzt gibt es einen Marsch. Hat wirklich hier gekurt. 1766 war er hier
Und am Sonntag wird einer besonders geehrt, nämlich da hinten an dem Wendehammer wird eine Stedefin aufgebaut. Und er ist schon ganz aufgeregt und begeistert. Also, zusammen mit seinem Arzt Pringel, der auch hier ist, haben sie hier gekurt. So, das sind ein Teil von den Leuten, die alle mitmachen. Es kommen noch welche mehr. Und wir haben da unsere Gäste aus Holland. Die werde ich Ihnen aber erst am Sonntag alle einzeln vorstellen. Und Sie besuchen uns das zweite Mal. Es ist ganz toll, dass ihr da seid. Herzlich willkommen.